So, ich denke, ihr habt euch jetzt ein bisschen warm gesprochen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen über den Urlaub gesprochen. Das ist auch in Ordnung. Ja, es ist so, wie es ist. Es juckt kein Mensch. 5, 4, 3, 2, 1. Dankeschön. Wunderbar. Danke für euer Engagement. Danke, dass ihr... Zumindest hat sich so angehört, ihr habt es ernst genommen. Das ist super. Ich glaube, das ist wichtig. Erstens kommt mal hier ein bisschen ins Gespräch, könnt euch nachher gleich wieder am Essenstisch dann zusammensetzen und könnt weiter diskutieren, auch über die Predigt vom An. Faszinierend. Faszinierend ist etwas, was eine große Anziehungskraft ausübt. Faszinierend ist etwas, was fesselnd ist, was begeisternd und unser Interesse weckt. Das ist faszinierend. Gott ist für uns faszinierend. Deswegen haben wir das Ganze hier, deswegen machen wir das, was wir machen, weil wir alle persönlich erlebt haben, dass Gott für uns faszinierend ist. Und da freue ich mich auf deine Predigt an und ich will noch am Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir bei dem besten Wetter heute hier sitzen können, dass wir im Friede hier sitzen können, in Freiheit sitzen können und dass wir uns Gedanken machen können. Wer bist du? Bist du ein faszinierender Gott, dass wir hören dürfen, tiefe Einblicke bekommen von Leuten, die sagen, Gott ist faszinierend, Gott hat was mit meinem Leben zu tun. Dafür danke ich dir, dass du was mit unserem täglichen Leben, mit unserem Alltag zu tun hast, dass du jemand bist, der für uns ist, der uns wirklich faszinieren möchte. Dafür danke ich dir. Danke, dass du jetzt hier bist, so wie du es versprochen hast. Du bist lebendig hier. Amen. Guten Morgen. Hört man mich? Ja. Ich habe euch nicht gehört. Guten Morgen. Ah, so gefällt mir's. Ja, danke Vater, dass du ein guter Vater bist, wie wir es eben gesungen haben, und dass du in unserer Mitte bist. Wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest. Amen. Wer bin ich? Kennt mich jeder? Ich weiß nicht. Du kennst mich. Hey, gigantisch. Mindestens einer kennt mich. Man sagt zu mir hier nur an, weil so viele Andreas gegeben hat mal irgendwann. Ich mache seit 36 Jahren Jugendarbeit. Und aus dieser Jugendarbeit ist diese Gemeinde hier entstanden. Inzwischen mache ich Erwachsenenarbeit, weil hier so ein paar Erwachsene rumsitzen. Alpha-Kurs, können mich vielleicht mal auch manche her. Hausmeister, haben wir vorhin gehört. Ich gehe sehr gerne Moped fahren, mit viel Kubik allerdings. Und ich fahre auch sehr gerne Fahrrad, also so Fahrradtour, alles super gut. Das wisst ihr zumindest mal ein bisschen, wer ich bin. Mit 18 war ich noch ein überzeugter Atheist. Also das alles, was man nicht so greifen kann, ja. Nichts für mich. Und ich hatte keinen Plan von nichts, also keinen Plan vom Leben sowieso, aber keinen Plan auch vom Christsein, keinen Plan von der Bibel, keinen Plan von Gott, ist ja ganz klar. Und ich hatte kein Wissen, was kommt, ich hatte keine Vision, was sein könnte. Das Einzige, was ich gehabt habe mit 18 dann, war eine echte Herzensentscheidung für Gott. Das war das absolut Einzige. Ich habe nichts gewusst. Ja? Ich habe Angst gerade davor, was kommt bei dieser Entscheidung. Aber es war eine Herzensentscheidung an Gott, Hingabe an Gott. Und es war, ich bin jemand, ich mag sowas, ich mag das nicht so, so vergleicht das. So, ich mag das mehr so nüchtern und ehrlich. Und wenn man im Gottesdienst war, am Sonntagmorgens, und dann kam, geboren von der Jungfrau Maria, so Vater unser, so, geboren von der Jungfrau Maria, habe ich nicht mitgesprochen. Warum? Ich habe es nicht geglaubt. Geboren von der Jungfrau Maria. So, ich habe das einfach ausgelassen, ja, weil ich will das repräsentieren, was ich auch glaube. So. Ich bin auch immer noch der Typ, eher zurückgezogen, eher ruhig.
eher im Hintergrund bleibend. Trotzdem stehe ich jetzt hier. Trotzdem gibt es die Gemeinde. Und wenn ich jetzt viel ich benutze und ich und ich und ich und ich jetzt mal richtig angebe hier, ich möchte euch sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass es nur durch Gott ist und dass ich gebe mit allem, was ich da sage, Gott die Ehre, also innerlich zumindest. Äußerlich sage ich jetzt mal ich und ihr müsst mit klarkommen, okay? Gut. Es war relativ früh, ich war vielleicht ein Jahr Christ oder sowas und habe dann mit einem Freund beschlossen, ich ziehe mich zurück und lese Bibel, aber ein Wochenende Bibel gelesen. Und an diesem Wochenende, bei diesem Bibelleser, ihr wisst, wie man das macht, die Bibel aufschlagen und man liest so bla 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 und dann redet man ein bisschen drüber, also so haben wir das gemacht, was fällt bei dem Text auf, wie geht es dir jetzt gerade, was lest du jetzt gerade und so ein bisschen miteinander kommuniziert und Bibel gelesen und so bla bla bla. Und dann kam ein Vers, das Boom macht, also Boom heißt jetzt, ich habe den Gläser und dann hat da alles gewackelt da innen drin, ja. Heißt so viel wie, Gott hat geredet. Für mich in diesem Moment war klar, Gott redet. Und Bibelvers, dann gucken wir es mal an, da steht in Jesaja. Wir wandten uns in Geburtswehen, doch wir brachten nichts als Luft zur Welt. Unsere Mühe war umsonst, wir konnten das Land nicht befreien und keinem Menschen das Leben schenken. Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig, ihre Leichen werden auferstehen. Dieser Text steht natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem Volk Israel, aber für mich hat Gott durch diesen Text was ganz Besonderes geredet. Und zwar, wir können Menschen nicht gläubig machen. Wir können nicht ans Herz anklopfen. Wir können reden und reden und reden, da passiert vielleicht gar nichts. Also unsere Mühe war umsonst, wir konnten das Land nicht befreien, keinem Menschen das Leben schenken. Aber, und jetzt geht es ja weiter, Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig. Und bei diesem Satz hat Gott so ganz intensiv zu mir geredet, deine Toten werden leben. Also jetzt ein bisschen rausgezogen aus dem Ganzen. Und ich habe gesagt, ich gebe an wie ein Sack voll Flöte, ist mir gerade egal. Deine Toten werden leben, das heißt, wenn ich mich mühe drum, Menschen das Evangelium zu bringen, Jesus zu bringen, sie werden lebendig. Und das ist eine Sache, die für mich damals Gott über mein Leben drüber geschoben hat, eine Berufung. Nehmt das jetzt einfach mal so. Und mir war klar, das ist das, was Gott zu mir sagt. Menschen zu Jesus führen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, da geht es auf die Straße entlang und predigt so, Sandale und so und kommt zu Gott und bla bla. Nee, Predigt kann auch mal sein und über Predigt kommen auch Menschen zum Glauben. Durchs Leben. Entweder können die Menschen neben dir, mit dir zusammenleben und sie gucken bei dir was ab und sie werden gläubig. Aber wenn dein Leben nicht zu dem passt, was du redest, dann funktioniert es auch nicht so. Also meine Berufung war oder ist, mit Menschen zu leben. Und das, was ich erkannt habe, das, was ich genieße, das, was ich faszinierend finde an Gott, dass das dann überschwappt auf andere. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, also kein Überreden, kein Blablabla, sondern entweder wird jemand ergriffen von Gott, oder lass sein, aber ich mag nicht sowas Halbgares. Das ist völliger Bullshit. Also halber Christ, ganzer Mist, das kennt ihr, oder? Halber Christ, ganzer Mist, das kennt ihr. Gut, das ist nicht mein Ding. Deswegen, ich lasse die Leute neben mir herlaufen, bis sie irgendwann entweder sagen, ich gebe Abstand, oder sagen, jetzt mache ich aber richtig radikale Sachen. Das ist doch faszinierend. Ja? Ich brauche nicht predigen, ich brauche nicht die Menschen überreden, sondern ich nehme sie einfach mit im ganz normalen Leben, mit zum Einkaufen, mit hierher und Menschen kommen zum Glauben. Nicht, weil es ich tue, sondern weil es der Heilige Geist tut. Und warum erzähle ich von Berufung?
Wir haben hier mal ein Seminar gehabt mit Passion und dann ist einer von den Passion-Mitarbeitern zu mir gekommen und hat gesagt, dass du hier noch dabei bist. Und ich habe gedacht, hä? Was ist denn das für eine Aussage? Und er hat gemeint, ja, in deinem Alter sind die meisten schon gar nicht mehr dabei oder sie brennen in mir. Also sie sind so, halt so ein bisschen totes Holz im Wald. Genau. Aber warum ist das so? Mir ist das so was Ähnliches mal begegnet, ganz am Anfang, wo ich Christ war bin und dann in den Bibelkreis gegangen bin. Damals hat auch Gott gesagt, 3 Wochen nachdem ich Christ war, hat Gott gesagt, geh in den Bibelkreis, das war damals eine Riesenüberwindung. Werdet ihr erleben, wenn ihr mit Gott ganze Sachen macht, dass er immer Herausforderungen bringt. Ich bin in den Bibelkreis gegangen und dann nach ein paar Wochen habe da ein paar gesagt, bei dir ist was anders im Glauben. Und keiner von uns hat einen Plan geschoben, da war niemand dabei, der so richtig Plan gehabt hat. Keiner hat einen Plan geschoben. Wir haben nur gesagt, bei dir ist was anders. Und das einzige Nachgang, was ich geblickt habe, von denen sind viele nicht mehr dabei, bei mir war das anders, ich habe tatsächlich Gott gehört. Ich habe eine ganz klare Entscheidung getroffen, ich habe eine radikale Entscheidung getroffen. Alles gehört dir, Punkt. Und das habe ich gemerkt, das habe ich gespürt, vielleicht in den Gebeten irgendwie, aber die haben gesagt, bei dir ist es anders. Ein Vater im Glauben, also ein bisschen älterer Mann damals und wirklich so mit dem Herrn unterwegs, am Herz von Gott, hat zu mir mal gesagt, durch eine Sitzung ist noch keiner zum Glauben gekommen. Regionalverband, Kreisverband, Landesverband, Ortskartell oder irgendwas, ja. Weil wir haben ja dann CVM gegründet und da kannst du dich umbringen mit Sitzungen. Da kannst du jeden Tag auf 2 Sitzungen gehen und er hat gesagt, hey, durch eine Sitzung ist noch keiner zum Glaube gekommen. Es hat was mit mir gemacht. Und zwar war für mich klar, deine Toten werden leben. Mein Job ist, Menschen zu Jesus zu bringen und nicht Sitzungen und Sitzungen und Sitzungen. Und es hat mich ermutigt. Ich habe manche Sitzungen nie wahrgenommen. Seit wie vielen Jahren gibt es jetzt das? Ich würde 28, keine Ahnung. Ich war auf manche Sitzungen war ich nie dabei. Weil einfach das hätte mich Kraft gekostet, das hätte mich Zeit gekostet. Und dann wäre nicht das zum Tragen gekommen, was Gott gewollt hätte. Meine Berufung wäre nicht zum Tragen kommen. Also lebe ich nach dem Mini-Maxi-Prinzip, kennt ihr das? Minimaler, also so minimal Sitzungen besuchen, was sein muss so. Und viele Vorstände bei uns müssen darunter leiden, müssen nämlich die hin. Ich habe dadurch gelernt, ich darf mich nicht ins Tagesgeschäft verwickeln lassen. Wenn ich im Tagesgeschäft, ich kann alles Mögliche machen, ich kann auch für das Film. Ich kann mich in sämtliche Sparten verlustieren und kann dort Zeit investieren. Oder ich kann sagen, nee, mache ich nicht. Wenn es da niemanden gibt, dann gibt es die Sparte halt gar nicht. Dann hört halt die Arbeit auf oder das hört auf, das ist egal. Aber ich darf mich nicht binden lassen. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Vielleicht sagt euch das was. Nicht durchs Alltagsgeschäft binden lassen, sondern ich habe meine Zeit reserviert für das, was mir Gott an Gaben und an Berufung geschenkt hat. Das mache ich aber nochmal, das ist schon jetzt Linksanschlag. Ja? Wir gehen kurz nach Rechtsanschlag. Ich habe versucht, nie schneller zu laufen wie der Heilige Geist. Und jetzt mache ich noch das in meiner Berufung. Und mach noch das und noch das. Also ich kann schneller unterwegs sein wie Gott und seine Berufung und der Heilige Geist und ich kann mich verzetteln. Und beides ist nicht gut. Und ich habe versucht, da irgendwo in der Mitte zu bleiben. Was habe ich letztendlich gemacht? Das ist so simpel. Nun, jetzt sind wir wieder beim faszinierenden Glauben. Was habe ich gemacht? Ich habe immer nur das gemacht, was momentan der Herr momentan vor meine Füße gelegt hat. Und wenn er gesagt hat, tu das, dann habe ich das gemacht. Tu das, dann habe ich das gemacht. Und lass das, dann habe ich das gelassen.
Also völlig simpel, weil sich manche fragen, wie funktioniert sowas, dass sowas entsteht. Nicht durch Klugheit, nicht durch Weisheit, nicht durch Wissen, nicht durch Vision, sondern einfach nur das tun und das lassen, was Gott tut. Und das ist doch faszinierend. Ja? Andere, irgendwo im Berufsleben, ja, die strengen sich an und machen Schulungen und gucken, wie sie da irgendwie in der Karriere weiterkommen. Brauchen wir nicht. Einfach nur das tun, was der Herr sagt. Und ich glaube, dass ich deswegen auch nie ausgebrannt bin. Kennt ihr das? So, das ist ausbrennen, dass man müde wird, dass man nicht mehr kann. Nicht die Berufung vorne wegeile und die Berufung aber auch treu bleibe. Das, dann seid ihr in der Kraft. Gut. Ich möchte aber, wer mich kennt, weiß, ich rede gerne direkt mit euch. Ja. Das habe ich jetzt ein bisschen von mir erzählt, das kommt ja dran. Für mich ist so, wenn man Christsein lebt und vielleicht in die Berufung reingehen will, ist wie so das Betreten einer Bobbahn. Wir gucken uns jetzt mal ein Bild an. Wenn ich Christ werde, dann gehe ich so an diese Bobbahn ran, ja, ich habe meinen Schlitter dabei. Und jetzt, das sind so die Leute, die so sagen, ja, ich habe es erkannt, du hast angeklopft. Und dann geht man so zur, also geht es halt so los, ja. Und ich glaube, wenn man so die Bobbahn runterfährt, das machen wir nicht mehr aus eigener Kraft. Der Aufzug hat uns vielleicht hochgebracht. Und wenn man jetzt die Bobbahn runterschießt, das ist keine eigene Kraft, das ist der Heilige Geist. Und wenn ich da jetzt nicht versuche, irgendwie die Wände hochzufahren oder zu bremsen, dann ist es der Heilige Geist, weil das Ding fährt einfach los. Ja? Und das Interessante ist, dass wir es manchmal nicht im Griff haben. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr da runterschießt, dass es nicht mehr im Griff hat, ihr könnt da vielleicht eine Bremse ziehen oder was, das Ding kommt erst mal nicht zum Halten, sondern es geht einfach vorwärts. Ja? Und nach jeder Kurve eine Überraschung. Ganz ehrlich, wer sagt, Christsein ist langweilig, kann ich nicht bestätigen. Christsein ist faszinierend, aber nicht langweilig. Nach jedem Ding, wo du denkst, boah, jetzt habe ich es raus, kommt der Herr und sagt, es macht es. Und dann denkst du, oh Gott, geil. So, aber jetzt zu euch. Manche von uns haben vielleicht noch nie geguckt, was ihre Berufung, was deine Berufung ist. Vielleicht, weil du dir zu wenig zutraust, vielleicht, weil dir andere nie was zugetraut haben, vielleicht, weil du dich selber nicht wichtig nimmst oder andere dich nie wichtig genommen. Wir haben ganz am Anfang eine Frage diskutiert. Was findest du ist das Wichtigste, was eine Gemeinde tun sollte? Und bei manchen, ja, manche haben das vielleicht so ein bisschen so allgemein mit der Gemeinde gesehen, aber bei manchen ist vielleicht da irgendwas rausgekommen, wo wirklich auf deinem Herz brennt. Und es könnte ein Hinweis sein, dass da eine Berufung in der Richtung da ist. Mit so Fragen, was brennt dir am meisten unter den Nägeln? Mit so Fragen kann es sein, dass du deine Berufung entdeckst. Also dass es hilfreich ist, ja, Berufung zu entdecken. Also das war jetzt nicht nur so irgendwie so eine nette Frage, sondern es soll euch helfen, tatsächlich da irgendwie weiterzukommen. Es ist faszinierend, dass ich wichtig bin für Gott. Es ist aber auch faszinierend, dass jeder von euch wichtig ist für Gott. Also Punkt 1, manche haben vielleicht noch nie nach der Berufung gefragt. Punkt 2. Manche ahnen vielleicht, was Berufung ist und betreten die Bobbahn. Aber es sind viele Interessen da, viele Hobbys, einfach viele Bereiche, wo man sich investiert. Und vielleicht weißt du, was deine Berufung ist oder ahnst, aber du nimmst dann nicht wirklich Zeit dafür. Du hast keinen Fokus drauf. Steckst vielleicht nicht dein Geld rein. Also ich stecke auch mein Geld rein. Ich stecke meine Zeit rein. Überleg dir's.
Jetzt gucken wir uns Bild 2 an. Manche ahnen ihre Berufung, betreten die Bobbahn und jetzt sitzt man am Start. Und jetzt hier an diesem Punkt, entweder ziehe ich und lass los und dann geht's Schuss. Oder ich mach's nicht. Und ich erzähle jetzt mal so ein paar Dinge, auf die ich immer wieder sehe, das, was mich einfach, wie soll man da, einfach Mühe bemacht, wenn ich sowas wieder höre. Oder sehe, manche ziehe nicht und lasse nicht los aus Eigenschutz. Wenn du deiner Berufung folgst, heißt es letztendlich, du musst dich entscheiden zu sagen, was die andere sagen, ist mir einfach völlig egal. Du kannst deiner Berufung nicht folgen, wenn du Wert drauf legst, was andere über dich denken. Das funktioniert nicht. Das ist auch wieder faszinierend im Glauben. Wenn du Glauben ernst nimmst, dann wirst du persönlich frei. Das ist faszinierendes Verflechtung. Ja? Wenn wir Gott ernst nehmen, macht uns auch frei. Manche machen es aus Eigenschutz. Manche wollen, also vieles ist ja Teamarbeit in der Gemeinde. Manche wollen sich nicht Geschwister ausliefern, weil da kommt man sich sehr nahe. Lasse deswegen nicht los. Also gehe deswegen nicht in die Berufung rein. Manche wollen sich nicht einordnen, manche wollen sich nicht unterordnen. Manche wollen nicht mit dem Heiligen Geist. Ja, für mich war das am Anfang auch Heiliger Geist ganz komisches Thema. Wer wäre denn das? Was, ganz komisch, ja. Aber, hey, Berufung, geht über den Heiligen Geist. Und wenn man die Bobbahn nun erschießt, die Kraft, wo da wirksam wird, ist der Heilige Geist. Und wenn ich mich nicht darauf einlasse, funktioniert es nicht. Also manche wollen sich nicht auf den Heiligen Geist einlassen. Manche wollen sich auch nicht auf seine Gaben einlassen. Manche wollen sich nicht der Kritik anderer aussetzen. Und ich fasse das jetzt mal zusammen. Das heißt dann für mich, ich will ein Christ sein in meinem eigenen Wohlfühlkästchen. Das ist so nett. Und ist so schön. Und ich fühle mich so gut. Und wenn ich gefragt werde, geht da gut? Ja, mir geht so gut. So, aber ganz ehrlich, Schuss, Donuna macht viel mehr Spaß. Vor der Gründung vom CVM hat mich Gott herausgefordert. Ich habe da schon Jugendarbeit geführt für die Landeskirche. Da hat mich Gott herausgefordert, lass die Jugendarbeit los. Da war schon 15 Jugendleiter, 4 Jugendgruppe. Und Gott hat gesagt, hör auf mit Jugendarbeit, lass es los. Und wer vielleicht die Bibelstelle kennt von Abraham, also ist ein bisschen hinkender Vergleich. Abraham hat die Verheißung gekriegt, du wirst ein Volk, so zahlreich wie die Sterne, also deine Nachkommen. Und du wirst einen Sohn haben, es geht ja nur über einen Sohn, Nachkommen. So. Und Abraham war uralt und Abraham, das war nicht mehr zum Glauben. Und dann hat Abraham einen Sohn gekriegt und war der Sohn da. Und war der Sohn ein Jugendlicher, hat er ihn opfern sollen für Gott. Tatsächlich, real. Also, aber das ist für uns oftmals auch so sehr, sehr gut für unser Geistliches zum Verstehen. Er hat das, was er von Gott versprochen gekriegt hat, opfern sollen. Und Gott hat es möglich gemacht, dass Jugendarbeit entstanden ist durch mich. Und hat gesagt, jetzt gibst du wieder zurück, hör auf. Eine ganz komische Sache, du hast eine Berufung. Es funktioniert, du siehst, es blüht, es wächst. Und sagt Gott, lass los. Ganz komische Situation. Ich habe es losgelassen. Ich habe es ihm zurückgegeben. Und was ist dann passiert? Da ist ein CFIM gekommen. Und dann, jetzt loslassen, wo ist das hin? Nicht fragen, tun. Wir gucken das nächste Bild an. Einfach durchstarten. So wie es Gott will. Ja. Und wir gucken das nächste Bild an. Und dann geht es so, ja. Jetzt ist rechts und links nichts mehr zum Heben, jetzt geht es nur noch Schuss. Und das ist das, was wir hier dann im CVM erlebt haben, dass nämlich, wenn wir ganz Gott vertrauen, ob wir jetzt Halle kaufen, ja, mit null Geld, eine Halle kaufen, eine Halle umbauen, oder damals war es erst ein Bus gekauft, da hat es geheißen, im gleichen Jahr, wo wir uns gegründet haben. Wir müssen einen kleinen Bus kaufen. Dann haben wir einen Hänger gekauft. Ja, das ist eine kleine Sache, ein Hänger.
Und jeder hat geungt und gemeint, ja, und dann haben wir alle gekauft. Und dann, alle, Jugendarbeit, ein paar Jugendliche. Das Interessante ist, wenn der Heilige Geist dran ist, der könnt diese Bobbahn runterschießen, ihr verletzt euch nicht, und es funktioniert. Dann ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frage ist jetzt, folgst du deiner Berufung? Hast du deine Berufung? Es ist nicht wichtig, was du alles an Wissen hast. Es ist nicht wichtig, was du alles an Bibelwissen hast. Es ist nicht wichtig, wie rein und sauber das dein Leben ist. Das sage ich jetzt einfach mal so hier, so ganz unverblümt. Es ist nicht wichtig, dass bei dir alles 100% in Ordnung ist. Das hat mit deiner Berufung erst einmal alles gar nichts zu tun. Die Frage ist, fährst du die Bahn runter oder nicht? Die Frage ist, suchst du deine Berufung und gehst da rein oder nicht? Also was ist dein Job? Dein Job ist zu suchen, wo will mich der haben? Und die Entscheidung, ich gebe mich ganz hin. Ich gebe alles dir. Ich sollte hier berichten, ich dürfte hier berichten, und ich sage euch, Glaube, das ist wirklich faszinierend, Gott ist faszinierend. Er hat mit einem kleinen, schüchternen, dickbäuchigen, wenn dir darüber jetzt lache, gibt es Ärger, zu Beginn sehr dümmlichen, nichts über die Bibel Wissenden, hat er das hingekriegt hier. Frage, könnt ihr mit euch auch was machen? Ich denke doch. Es ist schade, dass sich viele nicht richtig auf Gott einlassen. Also so dieses halbe Christsein. Es ist schade, dass viele die Bobbahn betreten, aber das Eis spüren, merken, das ist glatt, merken auch die Spannung spüren, das um sich rum, das Feeling, dass die Herausforderung da ist und dass sie vielleicht sogar bis in die Stadt gehen, aber dann doch nicht runterschießen die Bahn. Es ist schade, dass von uns viele in ihrer geschützten Wohlfühlzone bleiben wollen, sich nicht Kritik aussetzen wollen. Also wenn wir in der Vorstandschaft zusammen sind, wir geben uns ein ehrliches Feedback. Ich fordere die Jugendleiter heraus, ein ehrliches Feedback. Das ist langweiliges, kraftraubendes Christsein, ohne viel Frucht wahrscheinlich. Und die Frage ist, wie lange geht es gut? Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. In der Zeit kann man auch gerne vielleicht, wenn der eine oder andere merkt, okay, also Bobbahn, ich habe sie gesehen, Bobbahn, ich habe sie betreten, Bobbahn, ich habe mich in den Bob gesetzt, aber ich habe nie richtig Gas gegeben. Und das will ich, wenn ihr irgendeine dieser Entscheidungen treffen wollt, ja, oder festmachen wollt, hinten sind ein paar vom Gebetsteam und während der Lobpreiszeit und anschließend nach dem Gottesdienst, egal wie, wann auch immer, kommt und sagt vor Gott, sprecht vor Gott einfach direkt und frontal aus: Herr, egal was ist, aber ich möchte, dass du mich diese Bahn runterschießen lässt. Dass es abgeht, ich möchte Frucht sehen. Und ich möchte, dass du wirkst. Vater, so bitte wir dich, dass du uns Freiheit schenkst, Entscheidung zu treffen. Entscheidung zu treffen für dich. Amen.